Antwort ist der Justizsprecher der Grünen, Albert Steinhauser. Wir haben es ja schon im Ausschuss diskutiert. Es stellt sich die Frage, wie sinnvoll diese Budgetdebatte überhaupt ist. Und Sie haben es ja auch zugegeben, die Zahlen, die Sie im Budget vorlegen, haben dann nichts zu tun mit jenen Zahlen, die die Einzahlung und die Auszahlung dieses Jahres dann tatsächlich ausmachen. Es ist auffällig, dass wir in den letzten Jahren enorme Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen im Justizbudget haben, nämlich zwischen 10% und 20%. Und nirgends sind diese Abweichungen so groß wie beim Justizbudget. Das heißt, hier entsteht der Eindruck, dass die Auszahlungen und die Einzahlungen bewusst unter den tatsächlichen Werten angesetzt werden. Und ich habe sich auch im Budgetausschuss darauf angesprochen und Sie haben gesagt, das stimmt, aber das gibt mir der Finanzminister vor. Jetzt ist es nicht ganz unrichtig, das ist im Bundesfinanzrahmengesetz beschlossen, aber das Bundesfinanzrahmengesetz dürfte eigentlich nicht dazu führen, dass der Grundsatz der Budgetwahrheit verletzt wird, denn das Bundesfinanzrahmengesetz hätte eigentlich heute geändert werden müssen, weil Sie längst wissen, dass Sie andere Einnahmen und andere Ausgaben 2016 haben werden. Und wir haben ja auch im Tagesordnungspunkt 5 zumindest teilweise dieses Bundesfinanzrahmengesetz geändert. Diese Vorgangsweise führt dazu, dass wir im Budget diskutieren, dass nichts mit den Ausgaben oder wenig mit den tatsächlichen Ausgaben und wenig mit den tatsächlichen Einnahmen zu tun hat. Und Leidtragende sind Dritte, die vom Justizministerium Finanzierungszusagen halten, aber diese Finanzierungszusagen nur bedingt erhalten, weil ja die tatsächlichen Einnahmen und die tatsächlichen Ausgaben noch nicht kalkuliert werden. Und einer dieser Vereine, der diese bedingte Zusage erhält, ist Neustadt. Und Neustadt hat einen gesetzlichen Auftrag zur Bewährungshilfe, bekommt eine bedingte Finanzierungszusage, weiß also gar nicht, ob sie mit diesem Geld dann tatsächlich die gesetzlichen Aufgaben erfüllen kann, weil diese Budgetpraxis in ihrem Ministerium vorherrscht. Jetzt hat es Protest gegeben, Sie haben gesagt, im schlimmsten Fall lösen wir Rücklagen auf. Budgetwahrheit, mit dem hat das alles nichts mehr zu tun. Was wir aber heute beschlossen haben, und das kann ich Ihnen nicht ersparen, ist der Griff des Finanzministers ins Justizbudget. Es werden 40 Millionen aus dem Justizbudget abgezogen und ins normale Budget übergeführt oder besser gesagt Rücklagen aufgelöst. Und das ist deswegen fragwürdig, weil diese Rücklagen dadurch gebildet werden, dass rechtsschutzsuchende Gebühren zahlen und diese Gebühren dann über Einnahmen zur Rücklagen werden. Wir haben in Österreich eine Situation, wo der Gebührenzahler, wo der Rechtsschutzsuchende mehr an Gebühren zahlt, als die Gerichte tatsächlich kosten. Sie erwirtschaften mit überhöhten Gebühren einen Überschuss von 189 Millionen Euro im Jahr 2014. Und eine Gebühr steht einer tatsächlichen Leistung gegenüber. Diese Praxis, dass der Finanzminister über den Umweg, über Ihr Ministerium, über Ihre Gerichtsgebühren den Rechtsschutzsuchenden in die Tasche greift, um sich dann das Budget zu sanieren, ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit und ist vor allem deswegen eine doppelte Ungeheuerlichkeit, weil gleichzeitig die Justiz zu wenig Geld hat, um ihren Aufgaben nachzukommen. Ich mag Ihnen da ein Stichwort liefern, Strafvollzug. Da war das Anti-Folter-Komitee in Stein und stellt fest, dass für 800 Insassen 9 Stunden an psychiatrischer Betreuung da sind. Das ist an und für sich ein unhaltbarer Zustand. Der Leiter der Justizanstalt hat Ihnen vor 2 Tagen in der Presse gesagt, wortwörtlich, er kennt diese Probleme. Für Verbesserungsmaßnahmen fehlt derzeit allerdings das Geld. Also fassen wir zusammen. Die Gebührenzahler werden über das Justizbudget zur Kasse gebeten und müssen mehr zahlen, als die Gerichte tatsächlich kosten. Auf der anderen Seite kommt der Finanzminister, holt sich die Rücklagen des Justizbudgets, um sein Budget zu sanieren. Und der dritte Schritt, damit die Geschichte richtig zu Ende gezählt ist, der Justiz, nämlich dem Strafvollzug, fehlt dann das Geld, um Missstände in Strafvollzugsanstalten beheben zu können. Und zu den Missständen. Die Situation ist ja klar, wir haben sie schon so oft öffentlich diskutiert. Aufgrund mangelnder Ressourcen haben wir lange Einschlusszeiten. Weniger Beschäftigung, das führt zu einem höheren Aggressionspotenzial, das erschwert die Resozialisierung. All das steht einem qualitativ hochwertigen Strafvollzug entgegen. So, jetzt kann man sagen, was interessiert die Österreicherinnen und Österreicher der Strafvollzug? Das ist mit einem Satz zusammengefasst. Jeder Österreicher und jede Österreicherin, unabhängig davon, dass man aus einer Situation, dass man sagt, auch in einem Gefängnis soll ein Mindestmaß an Qualitätsstandard vorhanden sein, hat ein Interesse, dass jene, die aus der Strafhaft entlassen worden sind, dort auch jene Instrumente zur Resozialisierung bekommen, die dann dazu führt, dass die Rückfallswahrscheinlichkeit geringer ist.
apropos Haftentlassung und Rückfallswahrscheinlichkeit. Herr Justizminister, nach Charlie Hebdo und auch nach den Anschlägen von Paris wird immer wieder laut über Eingriffe in Grundrechte nachgedacht. Es wird nachgedacht, die Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen. Man will präventiv Hausarrest verhängen und, und. Dort aber, wo die Hotspots in Österreich werden, in den Gefängnissen, wo die Rückkehrer aus Syrien sitzen, Leute, die bereits in den Dschihad gezogen sind und jetzt zurückkommen, dort gibt es keinen einzigen Cent mehr für Projekte. Dort, wo die größte Gefahr ist, dass Personen, Kleinkriminelle, rekrutiert werden, dort, wo Personen, die bereits im Dschihad waren, sich reorganisieren können, dort schaut man weg. Dort, wo es laut ist und dort, wo man möglicherweise den schnellen Applaus bekommt, da können Innenminister und Justizminister sich gar nicht genug im Weg stehen mit Forderungen. Dort, wo man dringend was tun müsste, wo man sagen muss, wo man in die Deradikalisierung einsteigen müsste, in die Präventionsmaßnahmen, dort gibt es keinen einzigen Cent mehr. Ich habe Sie gefragt, ob das Justizbudget im Bereich des Strafvollzugs aufgestockt wird. Nein. Ich habe schon vor Monaten gefragt, ob es mehr Geld für Deradikalisierungsprojekte in Haft gibt. Die Antwort war nein. Die Antwort war, das muss aus dem bestehenden Justizbudget bestritten werden. Wir wissen aber, und jetzt kommen wir wieder zum Leiter der Strafvollzugsanstalt Stein, dass das bestehende Justizbudget nicht einmal ausreicht, um alle Notwendigkeiten, die dieser Vollzug brauchen würde, zu erfüllen. Herr Justizminister, ich muss es so sagen. Sie sind jemand, der durchaus für vieles Verständnis zeigt und Sensibilität für Probleme in der Justiz und auch im Strafvollzug mitbringt. Ich verstehe aber nicht, dass man am Ende dem Finanzminister 40 Millionen überlässt und gleichzeitig im eigenen Ressort die Probleme nicht lösen kann. Dafür fehlt mir jedes Verständnis. Da müssen Sie härter verhandeln. Ich weiß schon, Sie haben vielleicht nicht die Lobby hinter sich in der ÖVP, die andere hinter sich haben. Sie haben aber eine Kompetenz. Werfen Sie in die Waage. Die Argumente sind auf Ihrer Seite. Dankeschön. 40 Millionen Euro aus dem Justizbudget würden vom Finanzminister aus diesem Budget abgezogen, kritisiert Albert Steinhauser, Justizsprecher der Grünen. Dies sei möglich aufgrund überhöhter Gerichtsgebühren, wodurch heuer 189 Millionen Euro Überschuss erwirtschaftet wurden.